Austrias Next Topmodel wird Ihnen präsentiert von den Modetrends aus der Fussel Modestraße. Fussel, gönn dir was Schönes. Eine neue Ära hat bei Austrias Next Topmodel begonnen. Girls versus Boys. Der Kampf hat begonnen. Diesen Fight hat es im europäischen TV noch nie gegeben. Mädels, zieht euch warm an. Jetzt kommen wir. Es ist die heißeste Topmodel-Staffel aller Zeiten. Die Burschen sehen ja echt gut aus, aber gegen uns Mädels haben sie keine Chance. Let's start the fight. Der Kampf der Geschlechter beginnt jetzt. Alexander McQueens Muse Melanie Cheriau gegen Hugo Boss Superstar Michael Urban. Ich bin eure Mentorin und ich möchte von euch wirklich Frauenpower haben. Das wird sehr, sehr spannend. Ich sehe bei euch ein Riesenpotenzial. Dieses Jahr gewinnt ein Junge. Definitiv. Ja, genau. Wie macht's das? Wir zeigen es den Jungs, okay? Dieses Jahr gewinnt wirklich ein Mädchen. Wer wird Austria's Next Topmodel? Wir! Irrtum. Im Kampf um den Titel bekommen die Models prominente Unterstützung. Larissa Marold, die erste Gewinnerin von Austria's Next Topmodel, begleitet die Staffel online und lernt die Kandidaten auch persönlich kennen. Austria's Next Topmodel war der Start meiner Karriere und jetzt will ich den Kandidaten helfen, auch durchzustarten. Perfekt! Alter, siehst du das? High five! Super, ich freue mich für dich. Ich weiß, wie hart das ist, aber ich kann immer wieder sagen, man muss einfach lernen, mit dieser Nervosität klarzukommen und die Angst wegzulassen. Oh Gott, ich kann das nicht. Jetzt weiß ich ganz hundertprozentig, dass ich Angst versetzt habe. Ich hätte immer nicht gedacht, dass es so hart wird. Ne? In dem Kampf bin ich der Schönste. Ein Battle, das um die ganze Welt führt. Pack die Badehose an. Nie war der Druck höher. Ich schnuppe da wo rein. Das habe ich mein ganzes Leben nie gesehen. Die Nerven liegen blank. Du machst mit mir herum, du tust mit mir herummachen. Du fragst mich, du hast ja einen Freund daheim, oder? Ja. Ist das egal, wenn der glaub, das sieht? Ich glaube, dass die das sowieso gar nichts angeht, oder? Und wenn ich schauspielen würde, dann gibt sich auch nichts an. Und du gehst über Leichen für dich. Das war so ein richtiger Bitchfight ein bisschen. Das wird die beste Staffel. Alle Seite. Doch nur eine oder einer wird am Ende das Covergesicht des österreichischen GQ. Wir sind so glücklich, dass wir GQ mit an Bord haben. Das heißt Gentleman's Quarterly. Dramatischer, extremer, heißer. Ich glaube, ihr fehlen die Worte und ja. Let the games begin. Das erfolgreichste Model-Casting der Welt startet in eine sensationelle neue Runde. Glamouröser und pompöser als je zuvor. Neue Staffel, neue Ära bei Austria's Next Topmodel Boys and Girls. Deswegen haben wir unsere Top 18 in eine Top-Location eingeladen, und zwar ins Stadtpalais Liechtenstein. Hier startet der Kampf zwischen den neun schönsten Mädels und den neun feschersten Burschen Österreichs. Ich heiße Carina, bin 17 Jahre alt und komme aus Salzburg. Ich fand es so überragend, das Palais. Ich habe das noch nie gesehen davor. Ich war selten in Wien bis jetzt. Das war wirklich was überwältigend. Aus insgesamt 2000 Bewerbungen erhielten nur 9 Mädels die begehrte Einladung der Jury. Hallo, Carina. Freut mich. Hallo, Sanella. Hallo, Carina. Ich bin die Sanella, bin 22 Jahre alt und ich freue mich sehr, ja, dass ich unter die letzten 9 gekommen bin. Ja, weiter? Ja, schauen wir mal. Ich bin die Michelle. Ich habe mich beworben, eigentlich rein spontan. Ich hätte nicht gerechnet, dass ich es wirklich bis hierher schaffe.
Auch wenn es sich jetzt schon anfühlt wie Märchen, bis zum Topmodel-Sieg ist es noch ein weiter Weg. Ich war total gespannt auf die anderen Charaktere. Ich fand es toll, neue Leute kennenzulernen. Ich habe das mehr so gesehen wie, ich komme in eine neue Schulklasse. Es fehlen noch ein paar, ne? Ja. Weißt du, das sind noch mehr. Oh, die alte Frau setzt sich mal kurz hin. Es fehlt vor allem noch an Konkurrenz für den Wettbewerb. Aber die ist heuer doppelt so stark. Denn erstmals außerhalb Amerikas kämpfen bei Austria's Next Topmodel auch Burschen um den Sieg. Ich bin Oliver, 18 Jahre alt und komme aus St. Pölten. Ich bin Manuel, bin 19 Jahre alt und wir zwei sind Brüder. Die Beziehung zu meinem Bruder ist mir äußerst wichtig, da kann nichts dazwischen kommen. Kein Mädchen, kein irgendwelche Gerüchte oder sonstiges. Das Band zwischen mir und meinem Bruder ist stabil. Oliver und Manuel, der Doppelpack mit Sixpack. Ja, seit, sag ich mal, 1 bis 2 Jahren sind wir eigentlich jede Woche gemeinsam unterwegs. Wir haben ziemlich viel zu tun, haben auch sehr viel gemeinsam. Und deswegen verstehen wir uns noch so gut. Wenn wir fortgehen, dann treffen wir unsere Freunde. Jeder ist dort, wo wir sind. Nur in St. Pölten berühmt zu sein, das ist den Single Boys zu wenig. Ich erwarte mir für Austria's Next Topmodel eigentlich, dass ich das High-Society-Leben besser kennenlerne, das Model-Business und alles, was dazugehört. Berühmt zu werden, wäre schon ein kleiner Traum von mir, in der Gesellschaft ein bisschen einen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Ohne jetzt überheblich zu gehen, denke ich, dass ich und mein Bruder auch beide das Zeug dazu hätten. Hauptsache, die schärfste Konkurrenz lauert dann nicht im eigenen Lager. Also von uns zweien bin ich der Ältere. Vom Aussehen her sind wir komplett unterschiedlich. Also vor allem unser Gesicht. Wer ist ein komplett heller Typ, hat auch ein etwas schmaleres Gesicht wie ich. Bleibt abzuwarten, ob sich geballtes Testosteron gegen knallharte Frauenpower durchsetzen wird. Mein Name ist Lüde, ich bin 22 Jahre alt und komme aus der wunderschönen Steiermark und habe extra meinen Job für Austria's Next Topmodel gekündigt. Lydia war schon mal vor 3 Jahren bei Austria's Next Topmodel. Es hat nicht so gut für sie geklappt und sie ist jetzt 3 Jahre später nochmal gekommen. Und eine richtig transformierte Lydia eigentlich. 2011 scheiterte Lydia bereits zu Beginn der Show. Ja, ich glaube, dass ich einfach zu wenig Selbstbewusstsein gehabt habe. Ich war damals 19 und war wirklich einfach jung. Ich habe bei der vorigen Staffel noch ungefähr 5 Kilo mehr gehabt wie jetzt, aber es war einfach nicht trainiert. Heuer gewinne ich diese Staffel, also muss ich ja was mitbringen und habe schon dementsprechend Sport. Also es geht nicht ohne Sport. Und es geht nicht ohne Liebe, auch wenn Lydias Freund Charlie momentan für ihre Modelkarriere zurückstecken muss. Ich unterstütze Lydia bei diesem Projekt natürlich. In einer Beziehung muss man sich unterstützen, sonst werden solche Dinge meistens nicht erfolgreich. Und von dem her sind wir sehr froh, dass sie die Möglichkeit bekommen hat und ich werde sie natürlich unterstützen. Das, was ich bis jetzt erlebt habe, ist mir eindeutig zu wenig. Es ist definitiv zu wenig, weil sonst bräuchte ich gar nicht mitmachen. Also ich will einfach mehr, ich will größere Laufstege und bessere Shootings, tolle Fotos und ich glaube, deshalb passt das heuer ganz gut mit aus, als nächstes Topmodel. Ebenfalls aus der Steiermark kommt dieser Kandidat. Grüß dich. Hallo, servus, Manuel. Hey, dann. Servus, Olaf. Grüß dich, Kai. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Ich bin der Kai, dann bin 20 Jahre alt und komme aus der Steiermark. Also ich bin ein Landwirt, bin Gastronom und eben so ein Hüttenwirt. Das ist, wir haben daheim alles ein Familienbetrieb. Es ist einfach schön, dass du einfach mit deinem Vater zusammenarbeitest. Die Familie geht Cayetan über alles. Ich denke schon, dass meine Eltern stolz sind auf mich, dass ich da bei Austria's Next Topmodel dabei bin. Denn es ist auch ein Wahnsinn, was ich endlich da mit tue. Und irgendwie freuen sie sich natürlich auch. Landwirt und Model, geht das überhaupt? Ich denke nicht, dass er abheben wird. Er wird sehr bodenständig bleiben. Er ist bodenständig, er ist ruhig, er ist angenehm.
er wird das sicher gut machen. So geht's einmal von der Ramsau weg und ins internationale Fashionwelt hinein. Ich schnuppe da wo rein. Das habe ich mein ganzes Leben nicht gesehen. Kenne ich gar nicht. Und die Gelegenheit habe ich und das gefällt mir. Und die nutze ich jetzt. Go for gold. Bescheidenheit ist eine Tugend und damit definitiv nichts für unsere nächste Kandidatin. Als die Stretch-Limo vorgefahren ist, haben wir erst mal gedacht, boah, der Bundespräsident kommt, ja. Aber nicht doch. Was dem Präsidenten gebührt, ist für sie gerade gut genug. Dann stieg aber doch Silvia aus. Ich meine, ich glaube, der Freund wollte halt einfach was ganz Gutes tun und sie als Prinzessin anbringen, ja. Finde ich auch süß, dass er lieb, ja. Total, aber brauchst das für die Performance. Genau. Für einen denkwürdigen Auftritt reicht es aber allemal. Hallo, ich bin Silvia, 17 Jahre alt und ich komme aus Wien. Ich bin heute mit der Limousine gekommen, weil mein Freund mir einen 8-Monatstag, also einen 8-Monatstag Geschenk gemacht hat. Und ja, und deshalb sonst. Bist du aufgeregt? Ja, auf jeden Fall. Und ihr? Ja, es geht. Eher gespannt. Ich frage mich, wie das jetzt ist zwischen Mädchen und Jungs. Ich bin gespannt, wie das beim Laufen wird. Die Burschen können keine Couture. Die können keine Couture roben. Wir müssen, wenn wir mit so riesen Ballkleidern laufen müssen, für uns voll schwer. Und die Burschen laufen mit dem Anzug drüber. Ja, voll easy. Der Geschlechterkampf ist in vollem Gange. Dabei sind sich Burschen und Mädels noch nicht einmal begegnet. Hallo, ich heiße Damir, bin 25 und komme aus Baden, Niederösterreich. Also ich finde mich selber, ich sage jetzt nicht, dass ich der Schönste bin, aber ja, ich bin ein fescher Junge. Ah ja, wo sind eigentlich die Mädels? Das ist eine gute Frage. Also sehen wir bis jetzt noch keine. Oh, gespannt. Ich hoffe, die kommen bald. Ja. Erstmal kommt männliche Konkurrenz. Soll mich hinsetzen? Das ist ich bin der René, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Fake, aus Vorarlberg. Ich habe jetzt in London gewohnt und bin jetzt extra für die Show hergekommen. Weil wir beworben haben. Ja. Ich bin vor 6 Monaten nach London gezogen. Ja. Und ist ziemlich cool. Mein Name ist Chris. Ich bin 28 Jahre alt. Aber erstens einmal denke ich, dass ich mich auch sehr gut gehalten habe und nicht 28 Jahre alt ausschaue, sondern jünger. Ich bin meiner Meinung nach auch ein spezieller Typ, der sicher auch gefragt wird und auch wirklich nicht diese 0815-Tattoos, sondern wirklich dieses plakative, diesen plakativen Style, den ich auch transportiere mit meinen Tattoos. Ja, ich finde es sehr spannend, dass es ja auch Burschen mitmachen. Ich denke, dass es vielleicht ruhiger zugehen wird, kann aber auch ganz anders sein. Vielleicht wird es ja noch schlimmer oder vielleicht werden wir mehr streiten. Aber ich denke, das wird sehr spannend und ich bin schon sehr gespannt. Die Aufregung ist auf beiden Seiten der Geschlechter riesig. Mein Name ist Michael, bin 24 Jahre alt und komme aus Österreich. Also am Anfang hat man gedacht, wie ich da reingekommen bin ins Palais Liechtenstein, gedacht, scheiße, bin ich doch einer der kleinsten. Also, drei kenne ich frei. Michael habe ich vorher persönlich nur ganz kurz vom Sehen gekannt, kurz Hallo gesagt in dem Club, wenn ich ihn gesehen habe. Er kennt auch einen guten Freund von mir. Ich kenne auch vom Fernsehen natürlich wieder andere auch. Wer kennt mich? Jeder. Einige, ja. Früher fand ich Michael mit dieser Saturday Night Geschichte schon peinlich, muss ich sagen. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe es mir auch angesehen, rein aus Interesse und aus Belustigung. Der Molte. Ehemalig. Ehemalig, genau. Michael Molterer, Entschuldigung. Molti ist längst Vergangenheit. Heute möchte Michi viel mehr als Fotomodel von sich reden machen. Das hat 2 Gründe, warum wir Austria's Next Topmodel mitmachen. Als ersten, weil in der Vergangenheit irgendwie ein falsches Bild von mir entstanden ist, was nicht so wirklich der Wahrheit entspricht. Und zweitens, weil es einfach eine super Chance ist und weil mir das Modeln und das Posen einfach taugt. Und durchs Gewicht habe ich einen halbwegs durchtrainierten Körper und das kann man halt dann ideal dafür ausnutzen.
Sport ist für mich irgendwo so eine Art Ersatztag. Ich habe vor drei Jahren, zweieinhalb Jahren mein Leben eigentlich umkrempelt. Habe dann zum Rauchen aufgehört. Man trinkt mir sowieso nie was, aber für mich ist einfach Sport fast unverzichtbar. Die äußerlichen Voraussetzungen zum Model stimmen schon mal. Also beim Gewichtheben weiß ich ganz genau, was ich kann. Beim Modeln ist halt das, da muss ich sicher einiges noch lernen. Aber wenn man sich so hart gearbeitet hat und das funktioniert dann durch, ist es viel schöner, als wenn man es einfach in den Schoß reingekriegt hat. Einen sportlichen Wettbewerb sucht auch Fußballer Miro. Ich bin der Miro, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Wien. Meine einzige Sorge, meine einzige Befürchtung war, dass das 17 Leute sein werden, die so echte Möchtegern-Models sind quasi. Mit der Nase da oben und total eingebildet, humorlos. Überhaupt, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Bin innerhalb von 5 Minuten mit den Leuten warm geworden. Und wir sind so eine coole Truppe. Mein Name ist Stella. Ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Linz. Das liegt in Oberösterreich. Also ich bin jetzt bei Austria's Next Topmodel, weil ich beim Fortgehen angesprochen worden bin. Und ich habe mir gedacht, so eine Chance bekommt man sicher nicht nur mal im Leben. Lediglich 9 Mädels erhalten heuer diese einmalige Möglichkeit. Manuela. Michelle. Hallo, Sanella. Ich bin Emanuela, komme aus Kärnten und bin 17 Jahre alt. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Bärchen jetzt. Und es ist einmal was anderes. So ein Kampf zwischen den Geschlechtern eben, wie schon mal gesagt worden ist. Und ja, es wird interessant werden, wie sich jetzt die Bärchen und die Mädchen gegenseitig konkurrieren und wie sich das jetzt rauskristallisiert. Ich bin Sonja, 16 Jahre alt, komme aus Oberösterreich und wohne momentan in Wien. Mein Bruder ist Lukas Blöchel, hat selbst an der Casting schon mitgemacht, also das war damals Helden von morgen. Ich unterstütze ihn, wo es geht, und dasselbe tut er bei mir. Er ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Personen in meinem Leben. Und als Sänger inzwischen eine echte Berühmtheit. Ja, ich bin sehr stolz, die Schwester von Lukas Blöchel zu sein, quasi. Nur ich will mir jetzt einmal einen eigenen Namen machen. Sie hat mir ja eigentlich auch ziemlich geholfen, wie ich das erste Mal so einen Push erlebt habe. Das ist jetzt meine Möglichkeit, da einmal ein bisschen was zurückgeben. Ich bin jetzt lange in seinen Schatten gestanden. Sie hat einfach alles, was man braucht. Jetzt ist die Zeit, dass ich aus seinem Schatten hervortrete und selbst im Licht stehe. Ins Rampenlicht zieht es auch diesen Paradiesvogel. Er hat es durch die Online-Stimmen der Österreicher in die Sendung geschafft. Also wie der letzte Bursche reingekommen ist, haben wir gedacht, aha, okay, ja, auch cool. Wirklich ein sehr bewusstes Modedesign, also Modebewusstsein ist er. Ich bin Mario, bin 19 Jahre alt und komme aus Oberösterreich. Zur Austria's Next Topmodel führt mich der Sieg. Ich bin hier, um zu gewinnen und natürlich auch, um Erfahrung zu sammeln. Also ich bin ein Unikat, so würde ich mich selbst beschreiben. Ja, Punkt. Mario liebt Mode und Fashion und stand in seiner Freizeit schon oft vor der Kamera. Für ihn ist Fashion aber mehr als nur ein Hobby. Ja, auf mein Aussehen lege ich sehr viel Wert. Wenn ich aufstehe, dann gleich mal Styling und alles und dann gehe ich erst aus dem Haus. Vorher nicht. Unter der Woche trage ich nur so Tages-Make-up, so ganz etwas Leichtes und am Wochenende etwas Stärkeres. Weil es soll ja dann bleiben, wenn mich jeder abküsst und so. Und wen küsst der Oberösterreicher am liebsten? Was die Leute von mir glauben, ist, dass ich schwul bin. Ich bin nicht schwul, homosexuell, ich bin asexuell. Asexuelle Menschen sind halt gepflegte Menschen, die auf sich mehr schauen, wenn sie keinen Partner haben. Die wollen nicht mit einem Partner leben, die haben keinen Geschlechtsverkehr. Und es gibt Leute, die das nicht verstehen. Ich sehe mich als Gewinner bei Austria's Next Topmodel, weil ich einfach einzigartig bin. Es gibt sicher schönere Leute und so, aber in dem Kampf bin ich der Schönste. Wie schaut es eigentlich bei euch aus? Seid ihr alle Singles, oder? Also von meiner Seite schon, ja. Für die 2 Monate schon. Alle?
Er hat eine Freundin. Ja. Und sonst alles in Kultur? Ich habe eine Freundin, ja. Ich bin asexuell. Das heißt, du stehst auf gar nichts. Also du fühlst dich auf keine... Kein sexuelles Empfinden. Genau. Genau. Korrekt. Ja. Wie viel Prozent der Bevölkerung? 7%. Auf der ganzen Welt, oder? Und in Österreich? Keine Ahnung. Also ich bin hetero. Oder hetero. Und ich sag dann, hetero. Und das habe ich noch nie gehört, das Wort asexuell. Ist für mich neu. Hattest du schon mal was mit deiner Frau oder mit deinem Mann? Ja, ganz früh, aber das war nur so, ja komm. Das ist einfach so. Mit deiner genau, Frau oder mit deinem Mann? Mit deiner Frau, ja. Mit deinem Mann auch? Bitte? Hast du mit deinem Mann auch versucht? Nein. Ja, vielleicht ist das deins. Nein. Von meiner Seite her war das eher weniger. Und es sei Sache ist sehr gerne, wenn sie einem taugt, warum auch nicht, gell? Das ist, jeder Mensch ist ein bisschen anders. Die Top 18 der Jury sind komplett. 9 Burschen, 9 Mädels. Und alle wollen, was sie bereits erreicht hat. Melanie Scheriau, internationales Topmodel aus Kärnten. Sie war Supermodel of the World und wird von Armani, Gaultier oder Trussardi gebucht. Unzählige High-Class-Shootings machen Melanie zu einem der erfolgreichsten Models weltweit. Das beste Vorbild für die 9 schönsten Österreicherinnen. Hallo Mädels! Willkommen bei Austria's Next Topmodel Boys und Girls. Oder besser gesagt, Boys gegen Girls. Denn er sagt Melanie den Kampf an. Zum ersten Mal in Europa will Michael Urban einen Burschen zum Topmodel coachen. Als internationales Male Model für Werbung und Laufsteg weiß er ganz genau, wie das geht. Herzlich willkommen bei Austria's Next Topmodel Boys and Girls. Das erste Mal kämpft ihr sozusagen gegen die Mädels. Dieses Jahr gewinnt ganz sicher ein Junge. Also du träumst ja, dieses Jahr gewinnt ein Mädchen. Austria's Next Topmodel ist ein Mädchen. Ich bin eure Mentorin und ich möchte von euch wirklich den Frauen Power haben. Wir rulen die Fashionbranche. Sicher? Definitiv. Irrtum. Die Frauen verdienen mehr. Es gibt viel mehr Jobs, ja. Und ich möchte auch, dass ihr zeigt, dass ihr Chef hier bei Austria's Next Topmodel seid. Die Mädels glauben, dass sie einen riesen Vorteil haben, weil sie Frauen sind und die im Model-Business mehr zählen. Ich sehe das anders. Ich sehe bei euch ein riesen Potenzial. Ich werde euch unterstützen, dass einer von euch das Ding macht. Ich finde es ganz toll, dass wir Jungs dabei haben. Wir sind ganz schöne Accessoires bei Fotoshootings, so ein bisschen im Hintergrund, ja. Ja, mach's das. Das ist was Schönes zum Anschauen, aber ich glaube ultimativ, dass letztendlich ein Mädel Austria's Next Topmodel werden wird. Ein sehr charmanter Irrtum. Austria's Next Topmodel, wir sind immer für Überraschungen bereit und wir werden euch gleich ins kalte Wasser stoßen. Das wird sehr, sehr spannend. Wir haben für euch einen Maskenball vorbereitet und bei diesem Maskenball gibt es eine Runway-Show. Naja, wie ich das gehört habe, dass zuerst der Runway ist oder dass der jetzt gleich kommt, haben wir gedacht, ha, geht schon voll Gas los. Es ist jetzt kein Zuckerschlecken, sondern es ist ein hartes Business, harte Arbeit. Man muss sich immer aufs Neue beweisen. Ich glaube an euch. Wir zeigen es den Jungs, okay? Wer wird Austria's Next Topmodel? Wir! Wer wird Austria's Next Topmodel? Wir! Also ich glaube, das wird heute ganz, ganz spannend. Mädchen gegen Jungs. Ich bin schon sehr gespannt auf die Burschen. Wir müssen Power geben, die Frauen Power zeigen, was wir können. Und gleich haben wir einen Live-Vlog. Auf den bin ich schon sehr gespannt. Ja, ich habe noch eine ganz kleine private Announcement zu machen. Und zwar, wenn ihr jetzt bald hier so einen kleinen Bauch seht, ist es nicht, weil das Catering so super ist, ja? Sondern ich habe einen kleinen Konkurrenten oder eine kleine Konkurrentin im Bauch hier. Ich glaube, wir werden viel Spaß haben und das wird ganz toll werden. Passt super, also sie ist reingekommen, ich war echt so, ich habe das gesehen, dass sie schwanger ist, weil alle meine Bekannten sind irgendwie schwanger und ich habe das sofort gefühlt. Ich finde, das macht sie irgendwie sympathisch jetzt, gell? Also für mich ist das einfach, sie ist eine sehr sympathische Frau, wunderhübsch, klar, super. Tja, viel Spaß und wir sehen das gleich. Baba. Die
erste Laufstegprüfung bei Austria's Next Topmodel 2014 steht an. Endlich Gelegenheit, auch ein Auge auf die männliche Konkurrenz zu werfen. Ich bin sehr gespannt auf die Burschen. Also ich eben habe es noch nicht gesehen, kann es gar nicht einschätzen, wie die drauf sind. Oder ich hoffe gut. Ich glaube, dass das total spannend ist, dass Burschen dieses Jahr mitmachen. Ich bin gespannt, wie das bewertet wird von der Konkurrenz her. Damit wir uns beiden nicht die Schädel einschlagen, weil wir sind jetzt, glaube ich, ganz knapp davor, haben einen kleinen Vermittler mit dabei. Ja, den Puppies Love Day. Der ist der Coach und der Runway-Trainer für die Kandidaten und Kandidatinnen. Und wir lieben ihn und wir brauchen ihn auch, damit er vermittelt zwischen uns beiden. Wow, 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 toll, toll. Ich seid fabulous. Wow. Ich bin Puppies Love Day und ich bin High Fashion. Er ist eines der erfolgreichsten Männermodels der Welt und arbeitet für Topmarken wie Calvin Klein oder Versace. Sie ist für die Girls, er ist für die Boys, ich bin für beide. Ich freue mich wahnsinnig, hier mit euch zu sein. Ihr seid alle fabulous. Ich habe gehört, Melanie war schon hier, hat euch eigenes verraten. Allerdings nicht, dass ihr die Jungs am Ende des Catwalk beim Posieren küssen werdet. Ja, ich glaube schon, ein paar Mädels waren schon ein bisschen irritiert, wie das gekommen ist, die Ankündigung. Aber ich habe mir gedacht, ich muss dann ja nicht heiraten. Ja, also ich bin eigentlich, es hört sich vielleicht auch wieder blöd an, aber ich bin ziemlich eine professionelle Frau. Gell? Also ich mache das. Das ist mein Job und das mache ich dann. Als Erste kommst du mir. Keine Angst. Nein, nein. Allererste, eine Mädel darf sich einen Jungs aussuchen. Mit ihm das Runway laufen. Am Ende des Runway Maske runterreißen und ihm küssen. Zu Beginn, als er gesagt hat, wir müssen uns küssen, war es ein kleiner Schreck für mich. Auch als er mich geküsst hat, dachte ich mir, oh. Aber im Nachhinein war ich eigentlich mehr geehrt dadurch, dass so ein berühmtes Model mich dazu ausgewählt hat, das jetzt vorzuzeigen vor den anderen. Muss man den Kuss machen? Wenn du dich nicht vertraust, dann machst du nicht. Weil das ist part of the job. Das Model, du musst das entscheiden. Also ich finde das nicht in Ordnung. Ich habe auch mit meinem Freund ein paar Regeln ausgemacht, dass ich das zum Beispiel wie einen Jungen küssen während der Show nicht machen werde oder so Ganzkörper-Nacktfotos auch nicht. Und das ist für mich so ein No-Go. Und wenn da jetzt noch schlimmere Sachen kommen, dann werde ich wahrscheinlich aussteigen. Mein Rat als Model würde ich sagen, ja. Du, das sind nur die Lippen. Das ist ein Kuss-Shooting. Das ist nicht eine Liebe wie deine Boyfriend. Ja? Man muss seinen Charakter zeigen und man muss manchmal Nein sagen. Wenn ich alles machen würde, was sie mir folgen würden, hätte ich keinen Charakter, meiner Meinung nach. Job ist Job. Und wenn man küssen muss, man muss küssen. Ich gehe jetzt gleich bei Jungs und lasse euch vorbereiten. Und seid fabulous, sexy bleiben, fabulous. Tschüss. Es ist natürlich seltsam, einen Menschen, den man nicht kennt, zu küssen. Aber für mich ist das distanziert vom Beruf und Gefühle. Und das ist die Aufgabe. Magst du mal meinen Partner schnell spielen? Der wird mir da lang gehen. Keine Ahnung, wie wir rausgehen. Ich glaube, ich nehme das so bei dem ein. Hallo Jungs. Wow. Wow. Der heutige Runway hat es in sich. Eine Mädel würde ein von euch aussuchen. Gemeinsam werdet ihr den Laufsteg bis Ende laufen. Maske runterreißen. Und die Mädel küssen.
Also bei den Dirndler ist es so, jeden gleich einen Kuss geben, finde ich seltsam. Das muss passen. Also es war natürlich klar, dass das eine logische Konsequenz ist, wenn schon Mädels und Jungs teilnehmen dürfen. Aber gleich am ersten Tag ist natürlich schon eine kleine Überraschung. Würde dich nehmen, du, wenn du möchtest gerne? Und würde dich nehmen, wenn du willst kommen? Ich sag euch, dass ich mache zusammen den Live-Check. Jetzt hier und laufen. Stehen. Kommt ihr mit mir, lauft ihr? Nicht so stehen, weil die Kameras sind da. Danach so und so und ein Kuss. Jetzt? Ja. Wie war deine Eignung nochmal schnell? Asexuell. Okay. Ich habe zu ihm gesagt, denk dir einfach, du kriegst 5000 Euro und fertig. Ui. Nur Ehrlichkeit mit mir. Mit der Zunge, also nur einfach. Du Schlinge, so. Ja. Nur ein. Leiwand, das stimme doch gleich mal ins kalte Wasser. Man dachte, scheiß drauf, mach's halt mit. Ist eh nur so ein kleiner Kuss. Aber immerhin ein Kuss mit einem anderen Mann. Die erste Challenge. Also, es ist definitiv mein erster Kuss mit einem Mann. Und das wird auch, glaube ich, der letzte bleiben, hoffentlich. Das war ja kein echter Kuss, erstens. Und zweitens ist der Mario eh asexuell. Das ist für ihn, wie wenn er eine Wand küssen würde. Also. Wie küsst er? Ja, mein Gott. War nur ein Kuss. Wir haben ja nicht die Zunge benutzt. Gott sei Dank. Okay, ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt stark und Erfahrung. Toll, toll, toll. Bis später. Also am ersten Tag hätte ich das nicht erwartet, dass wir am Laufsteg ein Mädchen küssen müssen. Besonders einen Walk vor Publikum ausführen müssen, weil ich bin ja vollkommener Anfänger. Sollen Sie es? Ich glaube nicht, dass ich damit punkten kann bei den Mädels, aber man weiß ja nie. Vielleicht gefällt es ihr irgendwie. Ich stehe auf dunkelhaarige Frauen. Nur? Mit, ja, nichts blond. Nichts Blondes. Das Gesamtkonzept muss passen. Ja, stimmt. Das sieht Melanie Scheriau genauso. Ihre Top 9 Mädels müssen einiges mitbringen, um im Kampf gegen die Burschen zu bestehen. Ob dem so ist, wird die Jurorin bei der ersten Runway-Show, dem Maskenball, sehen. Ihr seht so toll aus. Aufgeregt? Ja. Der Wettkampf der Geschlechter kann in die erste Runde starten. Also ganz wichtig, Frauenpower möchten wir sehen. Wir wollen sehen, dass ihr den Jungs zeigt, wer Austria's Next Topmodel ruled. Und das sind in dem Fall die? Mädchen. Natürlich. Gut, setzen wir die Masken auf. Ich glaube, die Jungs kommen jetzt gleich. Sie sind einzigartig in ganz Europa. 9 österreichische Burschen wollen beweisen. Auf den Titel Austria's Next Topmodel haben die Mädels ihren alleinigen Anspruch verloren. Mann gegen Frau. Der älteste Wettstreit der Menschheit. Jetzt tobt er auf dem Laufsteg. Ja, ihr seid unsere Top 18. Checkt mal eure Konkurrenz aus. Wir werden einen Namen aufrufen. Und der Name, der aufgerufen wird, sucht sich schnell einen Partner aus und kommt dann raus auf den Runway. Ihr posiert am Ende, dann kommt der Kuss und dann geht ihr wieder zurück. Herr Michael, ich glaube, wir gehen jetzt mal raus, begrüßen unsere Gäste und wir wünschen euch viel Spaß, viel Glück und präsentiert euch wirklich von eurer Schokoseite. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Event für euch. Gleich bei Topmodel. Der Runway wird zur ersten Bewährungsprobe. Also von einigen bin ich
echt enttäuscht. Das war Katastrophe. Total Verweigerung der Aufgabe. Und Larissa Marold, die Gewinnerin der ersten Austria's Next Topmodel Staffel, verrät schon jetzt ihre Favoriten. Das ist einfach ein wunderschöner Mensch. Äußerlich kann man da wenig kritisieren, weil er hat einfach einen Topmodel-Look. Der könnte international arbeiten.